Square Enix. Und ich denke, mit diesen Worten sollte es eigentlich schon bekannt sein, was für ein Game wir nämlich spielen. Auf jeden Fall ein Japano-RPG. Obwohl, es ist kein typisches Japano-RPG, muss ich sagen. Die Rede ist hierbei von Final Fantasy XII. Einem sehr schönen Spiel. Und auch wenn es ein bisschen spät kommt, aber hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von meiner Seite aus. Das Game, was nämlich jetzt hier gespielt wird, ist nicht nur Final Fantasy XII. Denn ein normales Final Fantasy XII Let's Play auf Deutsch wäre natürlich so langweiliger, wenn das mehrere Leute machen. Wie zum Beispiel Zockersluxy oder andere mir jetzt erstmal unbekanntere oder unbekannte. Ich habe da jetzt nicht so nachgeforscht. Stattdessen mache ich es mir ein bisschen unterhaltsamer. Und zwar ist es nämlich... Ja, jetzt kann ich auch die Cutscene komplett durchlaufen lassen. Ja, es ist nämlich so, dass dieses Spiel hier nicht die Originalfassung ist, so wie wir sie kennen. Übrigens läuft das Ganze auch mit 60 FPS ab. Damit sollte schon mal bekannt sein, dass es keine PAL-Version ist. Es ist auch nicht die amerikanische Fassung, nein, es ist die japanische Fassung. Und zwar die japanische Neuauflage von Final Fantasy XII. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Neuauflage. Eine veränderte Version. Und diese sind nur in Japan erschienen. Kennt man vielleicht aus Kingdom Hearts. Dort ist es ja sehr bekannt, dass dort eben halt die Final Mix Version rausgekommen sind. Und bei Final Fantasy XII sind das nämlich die International Version. Die International Zodiac Job System. Ja. Wir spielen diese Version. Ich habe mich für diese Version entschieden, weil ich das hammergeil finde. Und bevor wir irgendetwas sagen, Subtitles lasse ich aus, Controller Vibration mache ich an. Ich mag nämlich Subtitles nicht und ja, starten wir ein neues Spiel. Das wird zu geil werden. Ja, damals wurde es von Square Enix entwickelt. Ja, 704, altveranischer Kalender. Das Königreich von Rabanastre. In Damaskar. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Far on. Thank you.
If following this Arcadia should launch an attack by both land and air, our kingdom will stand little. Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbanon with all haste. I will go. And I will go at his side. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy. We must withdraw! No! The paling still stands. Shield beyond sight, air failing light. The paling's fallen! Then it's over! For my father. For my father! Lord Rassler! Blessings of the Great Father descend and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of All. There you shall find peace. Farah. Thank you.
Final Fantasy 12. Wer denkt, das war's jetzt mit Cutscenes, der hat es leider geschnitten. The death of Lord Raslahaeus Nabradia was but one of many tragedies to befall the Kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. Das hier wird ich übrigens jetzt nicht übersetzen, bezüglich Übersetzung und sowas. Da werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen, nachdem das Ganze hier beendet ist und man selber spielen kann. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rosla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon meet out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbana told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. Also hier muss ich jetzt auch was dazu sagen. Die Welt, in der er spielt, ist Ivalice, nicht wie in anderen Final Fantasies Gaia oder Terra. Wobei, ich glaube, es war immer Gaia gewesen. Hier ist es wirklich Ivalice. Ivalice ist eine Welt, die dabei nicht unbekannt ist im Final Fantasy Universum. Denn in Ivalice spielt sich die komplette Tactics-Reihe ab, also alle drei Teile. Man könnte jetzt natürlich sagen, oh, es gibt vier, aber Final Fantasy Tactics War of the Lions ist ein Remake des ersten Teils, also Final Fantasy Tactics für die PlayStation 1. Ivalice ist aber auch durch die, oder auch durch ein anderes Spiel bekannt. Und zwar ist das nämlich das gute, wirklich richtig geniale Game, The Grand Story. The Grand Story, das werde ich allerdings nicht zeigen. Ich werde allerdings vielleicht mal ein Video oder so darüber machen. Also so ist es nicht. Es ist ein Action-Rollenspiel und hat eine verdammt geile Story. Also man muss wirklich sagen, man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie das ist. Also, es ist so, Final Fantasy hat meistens so eine schöne, teilweise noch freundliche Welt noch. Und The Grand Story hat eine richtig dunkle und böse Story. Nicht so wie jetzt Dark Souls, aber es ist trotzdem so. Und hier ist es eben, also hier in dieser Welt ist es jetzt so, dass es zwei große Kräfte gibt, zwei Imperien. Empire ist Imperium oder Kaiserreich. Es gibt eben halt das Arcadia, was so im Osten, Nordosten ist, und Rosaria, was dann unten im Westen ist. Und so westlich, südwestlich. Und Nabradia und Damaska ist so eine kleiner Landstrich gewesen, der eben halt dazwischen war. Und Nabradia wurde jetzt durch Arcadia eben halt eingenommen. Und Nabradia und Damaska sind eben halt Verbündete gewesen. Deswegen hat Damaska eben halt versucht, noch Nabradia zu befreien und zu helfen. Das hat allerdings nicht geklappt. Und jetzt stehen die eben halt kurz davor, Damaska anzugreifen. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender.